Good. I have the pleasure and the honor. Ich habe die Ehre und die Möglichkeit, euch hier zwei Leute vorzustellen, die bei La Quadrature du Net, du Net arbeiten. It's an organization, NGO, es ist eine ehrenamtliche Vereinigung, die für Bürgerrechte eintritt im Internet. Wie ich das verstanden habe, ist, die sind zuständig für die Koordination, wie sich das organisiert. Und er ist zuständig für die technische Seite. Please give them a welcome applause. Let's the show start. Applaus bitte. So hello. So we are here is okay, but he has already been introduced. Wir wurden gerade vorgestellt. The third person from La Quadrature du Net. Wir sind von La Quadrature du Net. I work on legal Agnes and political issues. Und ich arbeite an legalen Problemen und an Koordination. La Quadrature ist eine Organisation, die für fundamentale Rechte kämpft, vor allem im digitalen Bereich in Frankreich. Vor allem, wenn ihr Kryptografie-Tools entwickelt. Wir finden es wichtig zu demonstrieren, dass die Bedrohungen nicht nur von rechten Regierungen kommen, so wie in Ungarn oder Polen, sondern auch von sozialdemokratischen Regierungen. Zusammen mit Deutschland und dem Vereinigten Königreich, die gerade die Europäische Union verlassen, ist Frankreich eine der größten Mächte in der EU. Und wenn es ein oder zwei andere Länder an Bord zieht, dann bekommt es von seinen europäischen Partnern das, was es will. Das funktioniert natürlich in beide Richtungen. Because the problem is that France is not only exporting its knowledge. Frankreich exportiert nicht nur sein Wissen und seine Kampfausrüstung zu anderen Regierungen, wie zum Beispiel Tunesien, sondern es exportiert auch seine Anti-Privatsphäre-Lobbyisten. No. So. What is interesting here is to think about what we can do as technicians. Es ist interessant zu betrachten, was wir als Techniker, als Entwickler tun können. Specialized in technology issues. Und als Rechtswissenschaftler, die sich auf Technologie spezialisieren. Technical area and endanger not only us, die Probleme kommen aus verschiedensten Richtungen und betreffen nicht nur uns, sondern auch Sexworker und so weiter. We have to think wir müssen überlegen, was unsere Rolle ist, und wir müssen herausfinden, wie wir gegen die Bedrohung von Verschlüsselungstechnologien kämpfen können. Wir fangen an mit einer beispielhaften Geschichte über Kryptographie in Frankreich. Es geht um Spyware und viele Bedrohungen gegen Kryptographie. Okay, so let's be clear. Here we are only to talk about very specific aspects of the digital related law. Hier nur access to the internet, filtering, sehr spezifische Aspekte des Gesetzes zu with the same quantity of laws hindering those rights, but we will focus here on cryptography only. Wir konzentrieren uns hier vor allem auf Kryptographie. Vor 1989 war die Nutzung von Kryptographie-Tools für die Öffentlichkeit verboten und es gab die Beschränkung auf 128 Bit bei asynchronischer Verschlüsselung. Und es wurde vor allem dazu genutzt, um die
die Korrektheit der Nachricht zu verifizieren. Vor allem für Nutzer, die Geheimhaltung haben wollten, brauchte man eine extra Genehmigung vom Premierminister. Aber nach Verhandlungen mit internen Verhandlungen wurde das Ganze abgeschafft. Es gab aber immer noch ein paar Limitationen. Konnte aber immer noch nicht. Genau, es wurde basierte auf Geheimhaltung der Schlüssel. Menschen, die Verschlüsselung für vertrauliche Zwecke verwenden, mussten die notwendigen Dinge für die Entschlüsselung an die Polizei weitergeben, wenn das erforderlich war. Die mussten registriert werden, diese Werkzeuge. Und Registration ist bei der ANSSI notwendig, die direkt an den Premierminister berichtet. Und die Armee und die Exekutive wollen so viele Daten sammeln wie möglich, mehrmals, und sie möchten jedes Gespräch zu jedem Zeitpunkt entschlüsseln können. Und nur unter dieser Bedingung haben sie der Öffentlichkeit Zugriff auf kryptografische Tools gewährt. Wenn man also ein Kryptowerkzeug importiert, muss man der ANSSI das berichten. Das ist in Frankreich auch schwierig, weil das administrative System sich weigert, eine Sprache zu besprechen, die nicht französisch ist. Viele Dokumente waren lange Zeit nur auf Französisch. Es gibt sie inzwischen auch in nicht offizieller Version auf Englisch. Du musst deinen Source-Code geben, aber da du nur freie Software entwickelst, ist das okay. Du sollst auch deinen Quellcode veröffentlichen, aber weil du natürlich so quelloffene Software entwickelst, ist das nicht so schlimm. Und natürlich musst du diese Registration per Schneckenpost schicken, was es viel teurer macht, es wenn du nicht in Frankreich bist. Das hier ist das Formular, das du ausführen musst. Lass uns sagen, diese Art von Dokument häufig selbst für französischsprachige Menschen sehr kompliziert ist. So, how to enable foreign people, non-French speaking ones, to understand and vor allem für Menschen, die nicht Französisch sprechen, ist es natürlich extrem schwierig, diese Art von Dokument richtig auszufüllen. Seitdem ist Krypto Rechtsprechung nicht wirklich weiterentwickelt worden. Aber ein Antiterrorismusgesetz nach dem nächsten ist gekommen. Wir hatten, ich glaube, 30 davon in den letzten 15 Jahren. Die Judikative und Exekutive arbeiten zusammen. Die Polizei konnte Keylogger installieren in Loxilow 2007. Die Polizei hatte das Recht bekommen, Menschen dazu zu zwingen, analyze every encrypted content an jeden they get their hands on. Hatte das Recht, jeden nicht verschlüsselten und verschlüsselten Inhalt zu analysieren. Und natürlich kann zum Beispiel die Armee Kryptoanalyse durchführen, wenn das notwendig sein sollte. Und dann gab es das Gesetz 2015, also das Überwachungsgesetz. Das ist ein Algorithmus, der auf die französische Infrastruktur losgelassen wurde. Wir wissen und konnten es auch ein bisschen bestätigen, dass das Ganze ausgerollt wurde. Es gibt dann einen Vertrag, dass die Geheimdienste sich darüber auch stören, weil sie es sind dieselben Gesetze, die für IMSI-Catcher benutzt werden und dass man
dass man auch Trojaner auf seinem Rechner installieren darf, ohne eine richtige Bestätigung. Es kann dazu genutzt werden, es kann für alles verwendet werden, auch zum Beispiel für die industrielle Wohlbefinden Frankreichs. Und seit 2015 gibt es den Ausnahmezustand, der immer noch nicht permanent, also der seit Oktober jetzt permanent ist. Und da reichen schon Verdächtigungen, um das Ganze zu nutzen, ohne auch nur eine Untersuchung von dem ganzen Verfall. Wenn was verschlüsselt ist, kann ein Richter einen dazu zwingen, das Ganze zu entschlüsseln. Ohne dass irgendjemand darüber schaut, also ohne Überwachung. Jetzt müssen wir inzwischen auch Verschlüsselung jetzt müssen wir auch Verschlüsselung als Tatbestand zu organisierten Verbrechen und Terrorismus zählen. Also lässt eine Verschlüsselung noch krimineller aussehen. Und was wir fast vergessen haben, ist, wenn man Third Party Anbieter was verschlüsselt, hat man 72 Stunden, um eine Master Key rauszugeben für die Polizei. Und es gibt auch kein Recht. Es gab jetzt letztens ein paar Fälle, wo die Polizei das Ganze benutzt haben. Zum Beispiel, als ein Teenager dazu gezwungen wurde, den Verschlüsselungsschlüssel den Schlüssel rauszugeben für. Das habe ich leider nicht verstanden. Aber das ist nur einer der Fälle, von denen wir wissen. Wir wissen nicht, wie viele es dort noch gibt, weil das Ganze wird. Es wird im Moment oft verwendet und oft gibt es hohe Strafen, um Gefängniszeit zu reduzieren. Und in dieser Präsentation wollen wir Verschlüsselung vor allem im Kontext auf Privatsphäre beziehen. Wir möchten auch ein paar Zitate von verschiedenen Ministern und gewählten Personen und politischen Personen euch vorstellen, zum Beispiel, das ist ein Mitglied des Parlaments, eher rechts lehnt. Er möchte gerne 1,5 Millionen Strafen vorsehen, wenn jemand sich nicht bereit zeigt, den Verschlüsselungs-Key rauszugeben. Hier, Frau Moulin hat gegenüber der New York Times für die Nichtverschlüsselung von Handys geworben. He signed this bullshit with his colleagues, Cyrus Vance Jr., District Attorney of Manhattan, Adrian Lepard, Commissioner of London City Police, and Javier Zaragoza, Chief Prosecutor of High Court of Spain. I'll let you read the full quote. Das Ganze zusammen mit vielen ausländischen Kollegen. Guillaume Poupard. From the ANSSI, von der ANSSI, von der wir euch schon erzählt haben. Und vor den Angriffen am Bataclan hat er das hier gesagt, dass Backdoors und Key Sequestration eine schlechte Idee ist. Und whatever it means. Auch er hat einfach Klartext gefordert. Und Emmanuel Valls, then Prime Minister, used the term legal cryptography in interviews, while the official discourse for the last 20 years was that cryptography was legal. Zu einem Zeitpunkt, wo um anzudeuten, dass nicht alle Kryptographie legal sei. Der nationale Digitalrat unter der Leitung von Munir Majoubi did oppose the ideas of backdoors and did advocate for the use and development of end-to-end encryption just before the presidential electoral race. You'll see later why it's important. Direkt vor der
vor dem Wahlkampf 2016 elected representative from the right wing. Auch ein actually ordered drugs online, cocaine for 80 euros a gram hat, on anonymous services to prove how dangerous it is. He also said you can buy demonstrieren, wie gefährlich das Darknet ist, indem er online für 80 Euro pro Gramm Kokain bestellt hat. From a non-hidden services website hosted in Netherlands, so surely the encryption is at fault here. Er hat aber auch aus von öffentlichen Webseiten in den Niederlanden Drogen bestellt. Das heißt ganz klar, dass hier Verschlüsselung das Problem ist. Jean-Jacques Ouvois, Justizminister, möchte auf Computer und Skype-Gespräche zugreifen und alle Verdächtigen permanent überwachen. Between the first and second turn of the last presidential elections, und zwischen der ersten und zweiten Legislaturperiode der vergangenen Regierung to Thierry Soler, who is a member of parliament from the right wing, the information that he was investigated the information. He sent the message by with a telegram and the note was saved on sandte er per Telegram Nachrichten, die Vertraulichkeit der Untersuchung beeinträchtigt. In August 2016 there was a joint declaration of Thomas de Maizière and Bernard Cazeneuve, August 2016 gab es einen gemeinsamen Beschluss von Cazeneuve und Thomas de Maizière, that at the European level it will require to force the non-cooperative operator to remove illegal content or to decrypt message during investigation. Firmen auf europäischer Ebene dazu zwingen würde, Schlüssel aufzugeben und Klartextinhalte bereitzustellen. Das war eine gemeinsame Kommunikation, aber only France kept the part about how it would be so great to have backdoors or golden keys. Frankreich hat either Germany didn't want to publicly advocate for backdoors, in dieser Kommunikation behalten, dass sie der backdoors und goldene Schlüssel fordert. The same de Maizière announced that he wanted to force tech and car companies. Und der Minister de Maizière hat dann verkündet, dass er die Autofirmen dazu zwingen möchte, digitale Informationen preiszugeben. All of this was before Macron was elected last spring. Und der Emmanuel Macron wurde letzten Frühling gewählt. During his presidential campaign, Emmanuel Macron er hat schon während seiner Kampagne angekündigt, dass er ein Ende der Verschlüsselung einleiten möchte. A decrypted content stating that, quote, one day they'll have to be responsible of terror attacks complicity, end quote. So, und meinte, dass Kryptographie eines Tages für Terroranschläge verantwortlich sei. He is now internet minister. Munir Maljoubi ist jetzt Internetminister. He has been forced to backpedal and to und er wurde gezwungen, zurückzurudern und was out of question and that they'd rather force companies to cooperate faster with police forces. Er Firmen zu einer schnelleren Kooperation bewegen möchte. Er hat to protect trade and industrial secrets. Er hat die hat betont, wie wichtig Kryptographie für Firmen sei, um Vertraulichkeit ihrer Betriebsgeheimnisse zu behalten. Aber seitdem ist er hat er sich komplett stillgehalten zu dem Thema. Es scheint also, als sei Verschlüsselung ein echtes Problem. Würde es euch überraschen zu hören, dass Macron, der jetzt Präsident ist, Telegram benutzt, eine App, die von vielen Abgeordneten häufiger als Terror-Tool bezeichnet wurde. But some are more equal than the others. Alle Tiere sind gleich, aber manche Tiere sind gleicher als anders. This confirms that the startup nations doesn't care about protecting citizens, but only about business. Das zeigt, dass der Staat sich nicht dafür interessiert, seine Bürger zu schützen, sondern nur seine Firmen, seine Wirtschaft. Und schließlich hat die Regierung viel Druck erzeugt, um herauszufinden, was dein Facebook-Name ist, was deine Telefonnummern sind. Deswegen, ich glaube, wir können uns da kreative Möglichkeiten des Dissens überlegen. This
diese Art von Registration wie in den USA, die unsere Regierung möchte. Als Beispiel, Frankreich ist eine der wirklich aktiven Kräfte gegen Kryptographie, vor allem in Europa. Auch wenn Leute Bedenken äußern, dann passiert ist sehr wenig. Das Ziel ist es vor allem, den Nutzen von Kryptographie runterzufahren mit den ganzen Kriminalitätsraten. Frankreich ist zum Beispiel sehr stark am pushen, dass man zum Beispiel in der E-Privacy-Verordnung von der EU, dass man dort extra hier Metadaten ausnimmt. Und die Regierung arbeitet auch daran, dass die EU auch gegen Kryptographie ist, damit das System in Frankreich auf ganz Europa übertragen wird. Frankreich arbeitet auch gerade daran, seine Position in der EU zu dem Thema zu verfestigen. Es wird viel Gerede geben in dem nächsten Antiterror-Paket, was 2018 erwartet wird. Antiterror-Themen sind immer eine sehr, sehr gute Möglichkeit für Regierungen, unsere Freiheiten einzuschränken, und weil kein Parlament will für die nächsten Attacken verantwortlich sein. Ein Parlament wird fast alles tun, weil sie nicht verantwortbar gemacht werden wollen. Was können wir machen aus einer technischen Perspektive? Wir können unsere ganze Kommunikation in den Untergrund mitnehmen und dass man vor allem einen Schnitt machen kann zwischen seiner Online-Kommunikation und einem selbst. Aber das ist kein triviales Problem, was man lösen kann. Also zum Beispiel als Franzose ist es sehr schwer, Zugang zu solchen Programmen zu bekommen oder auch zum Beispiel das Gegenüber in der Kommunikation zu verifizieren. Wenn man aber Infrastruktur nutzt, die zentralisiert ist, wie zum Beispiel wenn eine Handynummer benutzt, dann hat man das Problem, dass man mit dem IMSI-Capture schon riesigen Schaden anrichten kann. Und dann kann man kann man hergehen, dass sie das Handy übernehmen, dann kann man eine E-Mail an den kann man die Apps übernehmen, und dann kann man einen Keylogger zum Beispiel installieren. Und damit hat man die ganze Sicherheit ausgehebelt, indem man einfach nur die Handynummer bekommt. Es ist auch noch wichtig, dass man Zugang zu dezentralisierten Systemen hat, die Pseudonyme erlauben, und dass man darüber nachdenkt, wie man sowas auf die breite Masse ausrollt. Es ist auch wichtig, dass wir die politischen Kämpfe führen auf dem nationalen und dem europäischen Markt. Wir müssen dafür sorgen, wir müssen vor allem gegen das Argument vorgehen, dass mit Kryptographie nur Verbrechen begangen werden. Wir müssen vor allem unterstreichen, wo Kryptographie wichtig ist, wo es den Leuten hilft, und wo es zum Beispiel missbrauchten Frauen hilft, mit Anonymität und Verschlüsselung ihre Probleme zu beheben, und vor allem das der Gesellschaft zeigen. Wir sammeln gerade Ideen. Wenn ihr irgendwas habt, schreibt an support@quadratur.net, und wenn ihr wollt, könnt ihr nachher mit uns reden, nach den Fragen. Wir sind da drüben, haben ein bisschen Tee, ihr könnt einfach mal vorbeikommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr Fragen habt, kommt an die Mikros.
Right, we have 5 minutes for okay, wir haben 5 Minuten für Fragen, einfach an die Mikros. Gibt es Fragen aus dem Internet? Gibt es Leute, die hier fragen? Also ich habe eine Frage. Also du hast uns ein bisschen Infos gegeben, wie wir unsere Alternatividentität nutzen sollen. Und ich unterrichte auch und meine Kollegen beschweren sich schon immer, dass ich immer mehrere Geräte benutze. Und es hat auf mich den Eindruck, dass es nicht in der Gesellschaft akzeptiert ist. Also und man kommt sich immer so als Verbrecher vor. Also viele Leute begehen Verbrechen mit ihren echten Namen und Identitäten. Die meisten Menschen, die Leute im Internet mobben, wollen tatsächlich bekannt sein. Wir müssen diesen Diskurs durchbrechen und sagen, hey, ich kann mit meiner Online-Identität anfangen, was ich will, das geht dich überhaupt nicht an. Und wenn ich etwas falsch mache, dann, wenn ich etwas Böses tue, dann musst du das beweisen können. Microphone number two. Mikrofon Nummer zwei. Also, was ist in Frankreich so verboten? Wenn ich OpenSSL mache, muss ich das Formular ausfüllen? It's not a protocol that have a goal to provide confidentiality of communication, which is end-to-end encryption. Es geht nicht um das Protokoll, sondern es geht um Protokolle, GPG braucht ein Import-Zertifikat. Ich glaube, die haben das auch. Für die Organisation, die dir Zugriff auf das Werkzeug gibt, zum Beispiel Google, Apple, Microsoft, Debian. I think Debian filled the paper. Work. Ich glaube, Debian hat das Formular ausgefüllt. Like that. Okay. Good. A question here. Microphone number one. Hey, thanks so much for the Vielen talk. Dank für den Vortrag. Mich würde es wirklich darüber interessieren, wie das in der Tiefe aussieht, also wie das Ganze mit der Politik aussieht. Ich bin mir bewusst, dass es nicht die richtige Zeit ist, aber aufbaut auf die letzte Frage, was für Gesetze und Verordnungen gibt es, das Ganze zum Exportieren. Für den Export von Verschlüsselungstechnologien gibt es einen Beschluss, der von verschiedenen Ländern unterzeichnet ist. Ich weiß nicht auswendig alles, was da drin steht, aber which is about all double Double use systems. For example, das ist für alle Systeme mit doppeltem Nutzen, zum Beispiel Systeme, die im Krieg und in anderen, zu anderen Zwecken genutzt werden können, dann ist es entweder verboten oder du musst deklarieren, dass du diese Werkzeuge exportierst. I think there is nothing else if it's not ich a double use. Ich glaube, es gibt nichts anderes, wenn es okay, kein one System last mit question, please. There, Mr. Tree. Eine letzte Frage. Es wirkt auf mich, dass die ganzen Gesetze, dass die vor allem auf nationale Sicherheit abzielen. Gibt es irgendwelche Gesetze, die man im europäischen Raum angreifen könnte? Also man könnte mit dem Datenschutz zum Beispiel argumentieren und wie ich das verstanden habe, ist, dass bei denen nicht teilnehmen muss, wenn es um die nicht nationale Sicherheit geht. Also gibt es da irgendwas, was wir tun können über EU-Gesetze? Die Datenschutzregulierung auf europäischer Ebene besonders die GDP, also die General Data Protection Regulation, hat eine spezifische Vorrichtung für Fälle, in denen sie nicht zutreffen, weil es um nationale Sicherheit geht. Was ich euch hier gezeigt habe, gerade ist in der E-Privacy Regulation, die momentan
auf EU-Ebene besprochen wird. Das Europäische Parlament hat schon eine Position angenommen, die Verschlüsselung, die Verschlüsselung vorzieht, sobald sie Ende zu Ende ist. Und deswegen versucht die französische Regierung dagegen zu arbeiten. Der Europäische Rat vertritt alle Mitgliedstaaten. Das heißt, es gibt eine Diskussion mit allen Institutionen. And then the French government is going to try to push it away. So to try and Regierung wird versuchen, diese Richtlinie we show in French, abzuschließen. The government is trying to get to gain access to all communications and data. Die französische Regierung will Zugriff auf alle Daten und auf alle Gespräche. Okay. Das ist sehr offensichtlich in all dem, was wir euch gezeigt haben. You have to continue. Kann ich einen Vorschlag machen? Ihr führt die Diskussion einfach nachher in dem wunderbaren Teehaus von den beiden fort. Und ich habe hier noch einen Aufruf. Indignez-vous, empört euch. Danke für die Übersetzung.